Mit waghalsigen Flugmanövern und nicht ganz ungefährlichen Stunts lässt Peking hier die Muskeln spielen. In der Luft zu sehen ist die chinesische Kunstflugstaffel Baiyi, die hier bei der Flugschau im Süden des Landes ihr Können unter Beweis stellt. Immer wieder entlocken die sechs Piloten dem Messepublikum Jubelschreie. Vor allem dann, wenn sie Informationen nah über die Köpfe hinwegfliegen. Die größte Herausforderung ist die Koordination und die Synchronisation unserer Einzel-, Doppel- und Gruppenformationen. Doch auch am Boden gibt es für die Messebesucher viel zu entdecken. Weitere Kampfjets, Drohnen, Hubschrauber und Panzer werden hier präsentiert. Es handelt sich um die neuesten Innovationen, mit denen China die eigenen Streitkräfte, aber auch die Streitkräfte anderer Länder aufrüsten will. Das Land will vor allem bei potenziellen Käufern seine Rüstungskonzerne als Alternative zu westlichen Waffenherstellern etablieren, die häufig Exportbeschränkungen unterliegen. Diese Produkte haben das führende Niveau in der Branche erreicht und übertreffen teilweise sogar das Niveau auf internationaler Ebene. Das ist großartig für die Weiterentwicklung der Volkswirtschaft und für die Stärkung der Raumfahrtindustrie. Noch hat China einen Rückstand auf die rivalisierenden USA, sowohl was Technologie als auch Rüstungsausgaben angeht. Experten zufolge holt China jedoch auf. Diese Drohne mit Erkennung CH6 etwa kann mit einer Spannweite von mehr als 20 Metern auf bis zu 15.000 Metern Höhe steigen und länger fliegen als ihre Vorgängermodelle. Eine weitere Neuheit ist auch der J-16D-Kampfjet. Er wurde entwickelt, um elektronische Signale von Radaren oder Flugabwehrsystemen zu stören. Dieses Flugzeug hingegen beeinflusst Regen. Der Hersteller hat auf der Messe Kaufverträge mit den Wetterbehörden in den Provinzen Henan und Hubei abgeschlossen. Zum Beispiel haben wir das Flugzeug während der 14. chinesischen Nationalspiele in der Provinz Shaanxi eingesetzt, um dort den Regen bei der Multisportveranstaltung zu stoppen. Für Analysten ist klar, China rüstet seine Streitkräfte stark auf. Auch um seine Ansprüche auf Taiwan und das südchinesische Meer zu untermauern. Peking tritt in der Region immer aggressiver auf. Zuletzt sind 38 chinesische Kampfflugzeuge in den Luftraum Taiwans eingedrungen. Ein so großes Aufgebot an Maschinen hat es nach Angaben aus Taiwan bislang noch nicht gegeben. Peking betrachtet den Inselstaat als Teil der Volksrepublik. 1949 hatte sich Taiwan am Ende eines Bürgerkriegs von China losgesagt. Um es wieder einzugliedern, versucht China deshalb, das Land wirtschaftlich und diplomatisch zu isolieren.